Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich muss in etwa einer guten Dreiviertelstunde ein Taxi zum Flughafen nehmen. Ich fliege schon in Gedanken, habe aber noch ein paar Gelegenheiten gehabt, mir ein paar Notizen zu machen. Aufgrund immer wieder eintreffender E-Mails. Mit der Frage oder zu der Frage, was ist Philosophie? Zugegeben eine naive, eine etwas naive Frage, aber eine verständliche Frage in der Welt. Immer wieder Antwortversuche. Eine naive Frage, die aber nicht leicht zu beantworten ist. Man könnte es sich einfach machen und sagen, was ist Philosophie, also mit scharfem S? Ja. Die geistige Nahrung, die jemand isst, könnte jemandem zu einem Philosophen, einer Philosophin machen. Nur ist das keine Antwort, was Philosophie ist. Odo Marquardt meint, Philosophie sei eine Klärung von Möglichkeiten. Gianni Vattimo meint, Philosophie als Methode der Reflexion ein Sich-Einüben auf Sterblichkeit. Also ist alles nicht falsch und sagt doch, zumindest dem naiven Fragen vermute ich sehr wenig. Mit Niklas Luhmann darauf zu antworten, sei Philosophie der Komplexität der Welt heute nicht mehr gerecht. Ja. Philosophie unbefragt betreiben, qua Institutionalisierung, gilt man ja als Philosoph. Wenn man ein Philosophieprofessor ist oder eine Professorin, ist man ein Philosoph, einer, der Philosophie treibt. Das wäre eine kurze Antwort, die aber ebenso wenig Aufklärung bietet. Ich versuche der Luhmannschen Komplexitätsaussage, der die Philosophie nicht mehr gerecht werde, ein bisschen quasi entgegenzukommen, von der Seite der Grammatologie her. Das ist möglicherweise eine Gegebenheit. Ob das jetzt Philosophie zu nennen ist oder nicht, spielt eine geringe Rolle. Aber die auf eben diesen Feldern vielleicht zu Hilfe eilen könnte. Also die